Und jetzt sterbt! Die... Bitte kommt zurück! Ich habe 6 Textnachrichten über das Echonet erhalten. Je eine für jeden von euch Kammerjägern. Ja. Ich denke, ihr werdet sie lesen wollen. Ui, jetzt wird spannend. Und wie geht es dort aus? Ja. Ein Stück Aridium. Wie geht es wirklich aus? Ich glaube, ich weiß schon. Was ist das noch? Das ist Scheiße, braucht keiner. Oder nicht? Jetzt ohne Spaß, wie geht's da aus? Ich glaube, man kann da oben irgendwie so drüber, aber auch nicht. Oder wahrscheinlich. Anscheinend nicht. Wahrscheinlich geht es. Okay, noch nicht. Ah, doch, geht eh auf. Meine Güte. Ah, danke schön. Sehr freundlich. Ui, der hat mich aufgeschleudert da. Und mich würde nicht interessieren, warum dieses Arschloch da so raucht. Rauchen ist ungesund. Jetzt spricht er gleich sicher aus. Weil ich ihn geschossen hab. Die Sorge ist, ich finde mich da, wenn es rechts auf die Karten schaut, befinde ich mich da jetzt out of map eigentlich. Fehler des Spiels. Wow, was war denn das jetzt da? Die haben jetzt gerade geleuchtet. Hast du das gesehen? Naja. Kehre zu Hammerlock zurück. Und tschüss. Was machst du da? Zum Beispiel, ich glaube, das Riesenrad ist ein Gegner. Das Riesenrad. Ja, vor allem mit dem Riesenrad mit Ketchup. So. Und was ist mit dir jetzt? Schau mir auch, oder Arschloch? Diese Nachrichten legen die Vermutung nahe, dass dem Schicksal der 6 Attentäter ein merkwürdiger Zufall zugrunde liegt. 6 eurer Verbündeten wollten euch zur gleichen Zeit helfen. Hier, diese Nachricht ist für dich. Staff Sergeant Axton, der erste geht aufs Haus, aber jetzt bist du auf dich allein gestellt. Grüße, Sarah. Sie steht immer noch auf mich. Das war's? Das war's jetzt? Das war jetzt eine, das ist Sarah, okay, von der ich noch nie was gehört habe. Die was ich jetzt verstanden habe, irgendeine alte Liebe vom Axton ist, von seiner Soldatenzeit, also von diesem Spielcharakter, was ich gut spiele. Von diesen Soldaten da. Okay, Soldat ist jetzt gut gesagt. Und das war's jetzt? Keine irgendwie noch eine Story, die was mir jetzt sagt, wie jetzt die alle umgekommen sind. Keine irgendwie Endgeschichte, wo jetzt die anderen Kammerjäger noch kommen, halt, ich meine die Lilith und der Mordecai, der Talon, man sieht nicht mehr in Talon oder in Brick oder wen. Das war's? Keine Mission mehr da auf, hey, wir Token erlösen. Was nehmen wir, den Nahkampfschaden nehmen wir, Schusswaffen, Treffsicherheit nehmen wir, passt schon. Ich hab da nichts mehr. Ignoriert. Wieso hab ich da ignoriert? Das war's wirklich erst. Und wo ist das Heimolog jetzt hin? Ah, da rein tun wir nochmal dumm. Vielleicht hat er den. Keine Arbeit im Moment, leider. Deine Mutter, Alter. Das war's jetzt alles? Das war jetzt diese Map, obwohl da habe ich ja noch nichts. Da fehlt noch was. Da fehlt auch noch was. Da fehlt auch noch was. Da ist uns das. Aber ich glaube, das war's mit der Geschichte. Also, sonst darf jetzt noch irgendeine Mission oder was kommen. Ja, ich habe jetzt eine Idee, wir begeben uns jetzt einfach da so her. Also wir schauen jetzt mal da, wie das da, wo man dort hinkommt, wenn es in die Richtung geht. Vielleicht tut es dann der Vulkan etwas mit Luft springen müssen. Ich glaube zwar nicht, aber ja. Ja. War das wieder das Fergeschwett? Nein. Jack, hast du...
Obwohl, im Prinzip war er da schon mal, aber da muss ich irgendeinen bestimmten Punkt jetzt dann treffen. Vielleicht muss ich da rauf, ne? Oder das unsichtbare Wand. Okay, wurscht. Ja, gehen wir nochmal da rauf, schauen wir, was da oben vielleicht noch irgendwas ist. Ich finde es halt schade irgendwie, ich habe mir da jetzt irgendein besseres Ende erhofft. Aber anscheinend, also wahrscheinlich ist noch dann für jeden Spielcharakter, mit dem man das halt macht, hat jeder eigene Nachricht dann. Wie kommt man rauf erst? Also. Wer hat da eben vorgesagt, er hat für jeden der Kammerjäger eine eigene Nachricht. Vielleicht ist nur beim Äxten so fade. Mir sollte man halt dann schauen, wie die Nachricht bei den anderen Spielcharakteren ist. Ob es irgendwie spannender ist oder was. Hey, aber das ist freigeschaltet. Teils haben wir es freigeschaltet. Da drüben fällt noch was. Obwohl, da waren wir ja schon wieder rum, das ist ja komisch. Ja, dann war es leider auf. Wie heißt das gar? Auf Wham Bam Island. Ich denke mal, es ist ja Wham Bam, irgendwas mit Wham Bam. Dann war es leider mit diesem DLC, es war auf alle Fälle 3 Euro wert. Es war zwar jetzt wahrscheinlich für euch recht kurz und ein bisschen nicht so spannend, weil die Kämpfe eigentlich mit einem Schuss erledigt waren. Aber wenn man es jetzt auf ultimativen Kammerjäger-Modus macht, wo die Gegner dann um einiges schwieriger sind, ist das DLC sicher recht lang. Da spielt man sicher dann eine Stunde bis 2 Stunden, sage ich mal. Und ja, es tut mir leid, dass die Folge zu kurz war. Ich hätte gedacht, da geht es noch weiter. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Es wird wahrscheinlich bald der Next Ball ins 2 Let's Play kommen, wenn Silent oder so, was weiß ich. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und tschüss.